von Vive, was näher hochgeladen. Vive HD. YouTuber macht Liebessong an meine Mama. Was ist das denn? Ja, was geht ab, euer Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit meiner. Also, man muss auch sagen, Vive nutzt echt alle aus für Klicks, Junge. Mama, was geht ab? Hey, hey, mittlerweile muss jetzt die Mutter schon ran, Videos machen. Krass, 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 krass. Guck das, Kamera. Hi. Hi. Freunde, ihr seht schon im Hintergrund. Wir reagieren heute auf ein Video von Denergy, denn der war wieder der Meinung, einen Song. Junge, zuerst hat er einen Song über meine Freundin gemacht, dann über meinen Bart und jetzt macht er einen Song über meine Mama. Nicht vorhandenen Bart. Auf sie. Freunde, im heutigen Video schauen wir uns den Song an meine Mama. Ich selber habe mir noch nicht angehört. Du hast ihn dir schon angehört, ne? Ich wollte abwarten fürs Video. Deswegen, Freunde, ich würde sagen, krass. Wir starten jetzt direkt rein. Das wird hier heute eine richtig aggressive Video. Ah, doch, ich glaube, YouTube läuft schon gut bei Wald. Lasst mir immer gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Ich finde es einfach ehrenlos, dass da den Song meine Mama macht. Du, also, warum fällst du mir in den Rücken? Ja, aber wer hat noch nie jemanden Song von mir über mich? Wie, Patrick, was hast du für ein Video, wo ich drin bin? Genau, wir fangen an. Ich glaube, ich dreh durch. Was geht ab, Leute? Hier ist Denergy. Leute, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Vor meiner Twitch-Laufbahn mit tausenden von Chicks auf Twitch gab es eine Zeit, wo ich für ein Girl, nur für ein Girl einen Song geschrieben habe. Die erste, die es verdient hat und die mich auch geliebt hat. Vielleicht sagt euch der Name was. Alina. Es ist die Freundin von der Vive HD. Ey, Lukas, der Kleine. Also, Vive, Junge. So vorführen lassen würde ich mich ja nicht im Internet. Alter. Habe ich für seine Freundin dann gekocht. Sie hat sich mega gefreut. Erinnert ihr euch noch? Ey, das war so cringe. Ne? Und als sich unsere Blicke getroffen haben, habe ich gewusst, ich muss Alina einen Song schreiben. Eine Woche später und der Song war direkt fertig. Oh, Alina, yeah. Da war es doch lustig, Junge. Das war der erste Song. Der Song ist explodiert und sie hat es geleakt. In der Reaktion von ihr hat sie es gezeigt. Alina, bitte schiss auf der Wife. Ich will nur dich. Oh, komm her! Leute, wir haben sie schon längst. Doch, Alina. Ich hasse diesen Typen so hart, Junge. Ich hatte dann Beziehungsprobleme. Alter, Wife, Junge. Und sie blieb dann doch mit Lukas zusammen. Alles gut, ich bin drüber hinweg. Ich habe danach sogar einen Song für Wives Bart gemacht, weil er seit 20 Jahren keinen Bart bekommen hat und dann irgendwann sich ins Gesicht gepackt hat, damit er auch genauso wie wir aussehen. Manly. Nichts gegen die Leute, die... Ey, ich glaube, ich bin auf der Suche nach einer neuen Mutter. So geht das hier absolut nicht. Hallo, ich hasse den, du musst mich unterstützen. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon die Szenen von meiner Mom in Daniels Video. Bruder. Aber genau aus dem Grund jetzt erstmal saftigen Daumen nach unten. Kein Bart haben, aber bei Lukas ist es lustig. Nur gab es eine ganz gewisse Information, die ich euch damals nicht gegeben habe. Als ich damals mit Alina und Lukas am Esstisch saß, Lukas für mich gegrillt hat, kam jemand noch ins Zimmer rein, während wir gegessen haben. Wir haben uns beide angesehen und unsere Blicke haben sich getroffen wie zwei Kokumbis in eine Corota. Frag mich nicht, was das heißt. Aber man... Lustig, ja? Man könnte es lieber auf den ersten Blick nennen. Sie hat gelächelt, ich habe gelächelt. Halt deinen Maul. Doch, ich habe ignoriert, denn ich wusste, ich bin an Alina vergeben. Doch jetzt, wo Schluss ist mit Alina. Gar nichts bist du, Digga. Kann ich endlich meine Liebe erwidern. Ich habe euch gar nicht gesagt, wer sie ist. Entschuldigung, es ist a Wives Mutter. Ich liebe a Wives Mutter. Ja, es ist die Wahrheit. Und deswegen... Ganz kurz, Statement, was sagst du dazu? Ja, mich muss man lieben. Ja, ich liebe dich ja auch noch. Wer weiß, wie das Video hier verläuft. Mal wirklich Hand aufs Herz. Optisch, Daniel, 1 von 10. Also 1 bis 10, was sagst du so? Ach. Was soll ich sagen, Bruder? Du willst dich gerade verarschen, oder was? Boah. Optisch, ob der gut aussieht. Ja. Das ist doch keine 8. Daniel ist doch keine 8. Ja. Was bin ich? Daniel ist mein Fußnagel. Nee, natürlich. Ja, das will ich aber hoffen. Daniel ist doch keine 8. Der sieht aus wie ein Kloß. Deswegen habe ich mich heute entschieden, endlich diesen Step zu wagen, um für seine Mutter einen Song zu schreiben. Leute, seid ihr dabei? Dieses Video wird mit Abstand mein Lieblingsvideo. Und da ich keine Informationen über sie habe, ja okay, ich habe Informationen, sie hat auf jeden Fall Instagram, werden wir diesen Song sozusagen als... Wie er extra auf Teamspeak noch rumgeforscht hat, wie du auf Instagram heißt. Echt? Ja, Digga, so ein kleiner... Jetzt einen Weckruf nutzen. Wir werden sie darauf aufmerksam machen, dass ich sie von tiefsten... Ey, Bro, die Frage stelle ich mir einfach gerade, wer nutzt noch Teamspeak? Was für ein Jahr lebte Vive? Heiß finde. Und ihr wisst ja, Leute, dass ich Junge, mit den Daniel, Digga, chill mal. Mit Kid Maeve, Odoman, die alle auf dem Teamspeak ey, sind. So und ihr müsst euch vorstellen, wir sind seit wir 13 sind auf diesem Teamspeak und Gerüchte sprechen sich halt rum. Und irgendwie hat Lukas es langsam mitbekommen, aber er glaubt es noch. Ich habe auch schon langsam mitbekommen, der will zusammen mit meinem Papa ein Distrack
Diss-Track an mich machen. Echt? Ja, Daniel, ich weiß davon, mein Lieber. Falls du das hier siehst, Grüße gehen raus. Oder nee, warte mal, ich weiß von gar nichts. Nicht, dass ich es tue, mitbekommen, dass ich einen Song für seine Mama mache. Und diese kleine Reaktion war super von ihm. Er hat es verstanden. Ich glaube, er möchte... Real Talk ist für ein Joke gewesen am Anfang. Ich dachte das. Als ob der noch... Ey, Bro, das wäre so lustig, wenn... Ey, wenn Denergy ein Diss-Track... Nein, Bro, ich würde heulen. Wenn Denergy ein Diss-Track mit seinem Vater gegen Vive macht. Bro, das wäre zu krank. Da kann sich Vive direkt beerdigen gehen auch, ne? Das wäre wirklich... Boah. Song macht über irgendwas... Sag dich dächtig ab, wenn du einen Song an meine Mutter machst. Wirklich. Challenge accepted. Digga! Wer will nicht, dass seine Mom glücklich Junge! Ich mach nicht ab, wer kommt nächste Woche? Meine Cousine oder was? Digga, soll ich dir Stammbaum schicken? So ein. Er ist so ein. Mama, ich glaube, Daniel hat einen Song an dich gemacht. Und da ihr jetzt die Einverständnis von Lukas gehört habt, werden wir uns jetzt ranmachen, den Song zu machen. Was? Da war doch kein Einverständnis! Was brauchen wir Bestimmtes? Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Liebe, sehr viel Hottes, Rottes, Mottes. Und wir brauchen auf jeden Fall einen sehr geilen Beat. Christina kriegt einen eigenen, individuellen Song. Und Christina, wenn du das siehst, das ist nur für dich. Leute, ich... Junge Mama, ich schwör's dir... Hallo, der ist richtig scheiße hässlich. Ich habe ein lecker, 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 lecker Beat hier. Und dieser Beat wird, glaube ich, zerreißen. Hören wir mal rein. Leute, und diesmal werde ich euch nicht in den Prozess mitnehmen. Denn dieses Video ist ein Video für sich. Sowas passiert nur einmal im Jahr. Diese Woche kommt... Ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht sehen. Skip mir jetzt mal durch, weil ich mir... Oh, komisch. Ich weiß, was jetzt kommt. Dann hast du eine schöne Fahrt gehabt. Du wirst heute Christina spielen. Also wer es nicht weiß, Michelle war ja vorher noch bei mir. Was? Ich habe eine Perücke. Nein. Doch, komm schon. Nur ein bisschen. Nicht? Hä? Ich dachte, ich soll filmen. Ist schon weird, ne? So vor 2 Tagen saß sie abends noch mit unserem Esstisch und jetzt ist sie wieder bei Daniel, aber... Ja, auch. Gleichzeitig bist du auch Christina, die so ein bisschen so guckt. Oh Gott, nein, bitte nicht. Nein, willst du nicht? Gut, wir brauchen eine Planänderung. Vielleicht schneiden wir einfach lieber Christina mal rein, normal. Willst du also nicht Christina spielen? Supportest du mich nicht? Ich supporte dich als Kamerafrau. Vielleicht ist ja Christina dann wirklich eine bessere Wahl. Hä? Kannst du echt nicht Christina spielen? Ich habe auch eine richtig schöne Perücke. Schatz, guck mal, diese Perücke wäre doch so perfekt. Das sieht ja eins zu eins aus wie deine Haare. Oh, ist ja Wahnsinn. Ich habe leider keine längeren Haare. Nein. Okay, Leute, Mission failed. Ich wollte sie eigentlich dazu zwingen. Gut, dann geht heute Abend Kino auf dich. Ich würde sagen, los geht's. Lass uns raus und Musikvideo drehen. Und da wir nun jetzt alles fertig haben, Freunde, und der Song Baba Baba mäßig geworden ist, würde ich sagen, lasst mal wirklich 10.000 bis 15.000 Likes da, wenn ihr diesen Song, den ihr jetzt hören werdet, irgendwo sehen wollt, auf Spotify oder so ein Scheiß. Oder wenn Lukas sich davor drückt, darauf zu reagieren. Denn er muss mit seiner Mom darauf reagieren. Leute, wir wollen es doch sehen, oder nicht? Haut mal dafür 15.000 Likes da und spammt seine Kommentare, dass er den Song für seine Mom hören soll. Ich würde sagen, viel Spaß. Ich liebe meinen Job. Jetzt, wo es mit Alina vorbei ist, brauche ich eine neue Liebe. Alter. Bro, das ist zu krass, der. Ah. Und dann sah ich dich. Na klar. Und ich dachte, Junge, wo sind die ganzen Fotos her? Sind die alle von Instagram? Ja, die sind alle. Fort. Keine andere. Bruder, komm, er fragt ja nicht mal, ob er die nutzen kann. Oh, Christina. Oh, Christina. Ich glaub, ich kenn. Mama, ich schwöre es dir. Ich dreh gleich alleine weiter. Mir scheißegal, wie dieser Kackbeat ist. Jetzt hör auf, du sollst den Song scheiße finden. Mit der Lama, mit der Lama. Ich kann nicht mehr. Mach mit der Lila hier Schluss. Gib mir Christina einen Kuss. Als ich Christina wäre, hab ich gewusst. Was muss, das muss. Du, Christina, was keiner weiß ist. Dass ich dich wirklich heiß bin. Du bist heiß wie die Sonne. Dein Sohn, ja, der wiegt deine Tonne. Ja, wahrscheinlich wiege ich eine Tonne, Digga. Wer von uns beiden hat in einem Abnehmmittel zugenommen, Junge? Kein Problem, wir machen mal einen Abnehmmittel. Zugenommen. Im Handumdrehen, Christina, gib mir mal wieder diesen Blick, den du hast. Dein Sohn ist ein Spast. Bro. Ey,
Ey, ich brauch gar keinen Diss-Track mehr gegen Vive machen. Hiernach? Wer ist Vive? Hä? Ich weiß nicht. Wer ist Vive? Bro, Danergy hat das direkt für mich mitgemacht. Also, it's over. It's over. Mit Vive ist jetzt endgültig over. Könntest du mal ein bisschen mitbieten hier? Ja, los. Boah, so unangenehm. So, so unangenehm. Also, ich schäme mich mit für Vive. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weißt du was? Ich glaube, wir rufen die Nummer jetzt mal an, oder? Aber irgendwem muss die ja gehören. Vielleicht machen wir den mal drauf aufmerksam, dass seine Nummer hier öffentlich in Videos genannt wurde. Geht ja gar nicht. Da hören wir doch mal rein. 0176 734 8999. Gut, fragen wir mal nach. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Besser ist es, Digga. Oh mein Gott, ich hätte ihm so eine Anzeige geklärt. Guter was? Hast du es gerade gehört? Freund. Guter Freund? Freunde? Wir? Glaube ich weniger. Ich meine einfach drüber weg entschauen. Ja, ich hab drüber hinweg entschauen gesagt. Vielleicht können wir das ja beide tun, Christina. Oder nimm Bartes! Oh, Christina, du bist ein Luger. Oha, Junge! Wer hat dich verarscht? Wife, ich hasse dich. Deine Mutti. Ich liebe deine Mutti. Und ich werde sie denn auf der Welt beweisen, dass ich Digga. Die Liebe von tiefsten Herzen. Junge. Die schönste Frau der Welt. Ich mein Kukumbi, ich liebe diese Frau. Christina, ruf mich an, bitte. Oh mein, oh mein. Ich danke für jeden zugeguckt, hat, ne? Bei 20.000 Likes lande ich das bei Spotify hoch. Okay, reicht. Wife ist ein Hund. Digga, hoffentlich hast du dich richtig verletzt, Junge. Oh, Scheiße. Ei. Ich muss mal kurz eine weiße Nachricht machen. So schön, das Lächeln von Michelle zu hören. Nee, war nicht meins, sag ich ganz ehrlich. Ganz klarer Bro, 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 ich hab da gerade gesehen, dein, warte mal, wie machen wir so? Wie machen wir anders? Vive, Alter, irgendwie Danergy hat einen Diss-Track gegen deine Mutter gemacht? Hast du jetzt, bist du jetzt schon dabei, deinen YouTube-Kanal zu löschen, oder wie sieht's aus? Weil, boah. Digga, ich sag dir echt, das ging schon echt zu weit. Wir müssen noch ein bisschen, Leute, ein bisschen sticheln. Ein bisschen Beef machen. Dislike. Und Daniel, ich fordere dich hiermit auf, diesen Song natürlich runterzunehmen. Ansonsten werde ich da rechtliche Schritte gegen einleiten, weil die Bilder... Hast du das Urheberrecht? Hast du dem das gegeben? Nee, aber der Song ist super. Ich finde wirklich klasse. Danke, Daniel. Du bist der Erste, der für mich einen Song gemacht hat in meinem Leben. Echt? Die Tür ist direkt neben mir. Okay. Ich mein's ernst. Und es könnte sich jetzt eine neue Mutter bei Vive bewerben. Gehen. Du kannst wirklich gehen. Raus hier. Freunde, der originale Song ist nicht verlinkt in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, schaut doch nicht bei meiner Mom vorbei. Heute gibt es leider echt gar keinen Support, weil ich mache gleich Teamspeak an. Ihr könnt ein bisschen miteinander noch reden. Der ist wirklich nicht verlinkt. Direkt. Ist mir doch egal. Ich bin raus. Das war das Video für mich. Wir sehen uns. Willst du noch jemanden grüßen? Nee, danke. Nicht mal Daniel. Komm, grüß einmal Daniel. Okay, mach das Outro vielleicht noch lauter nächste Mal. Dankeschön. Ja, das Video hat sich echt gelohnt, muss ich sagen. Geil.